Dragon Ball Fusions. Hey, ja, herzlich willkommen zu Dragon Ball Fusions. Dieses Spiel ist im Jahr 2016 für den Nintendo 3DS erschienen und ich muss ganz ehrlich zugeben, nach dem letzten Jahr unter Dragon Ball Z Kakarot bin ich immer noch auf der Suche nach einem guten Dragon Ball Spiel und ich würde sagen, wir probieren uns einfach mal an diesem. Wie der Name schon so ein bisschen hervorhebt, es dreht sich hier zu 100% um Fusionen, jedoch anders als bei der Hauptserie oder dem Manga. Wir haben hier nicht nur 3, 4, wir haben hier angeblich Hunderte. Die durchgeknallsten Sachen sind möglich und ich bin da mal wirklich sehr gespannt, wie das Ganze abläuft und was man da wirklich bekommen kann. Wie ich schon so ein bisschen angemerkt hatte, dieses Spiel ist für den Nintendo 3DS erschienen, das heißt also wir haben nicht nur ein Screen, sondern theoretisch zwei und wie in anderen 3DS oder von mir aus auch DS Spielen, versuche ich mit den Screens so gut es geht zu hantieren, damit ihr immer das seht, was relevant ist. Wir haben das Hauptmenü, wir hätten theoretisch mehrere Optionen, aber nur zwei sind zu geben, neben den Optionen, den Abenteuermodus. Charaktererstellung. Das erinnert so ein bisschen an Xenoverse, wir hätten den Erdling von der Erde, schnell und gut in Offensive und Defensive. Der Saiyajin, eine kampfeslustige Spezies mit Schwänzen, zäh, aber langsam. Interessant. Der Namekianer, eine grünhäutige Spezies mit Antennen, wenig Gesundheit, starke Ki-Explosionen. Der Außenweltler, deutsche Übersetzung. Aus anderen Dimensionen, starke Ki-Explosionen und sehr schnell. Sowie der Außerirdische. Also das sind die Margins, das ist mir klar. Außerirdischer. Außerirdische von anderen Planeten, langsam, aber gut im Nahkampf. Ja, man will eigentlich nicht immer die langweilige Richtung gehen. Und das ist meines Erachtens jeder nimmt Saiyajin, gefolgt vermutlich von Erdling. Wir hatten in Xenoverse, denke ich, Saiyajin und Namekianer gewählt. Also gehe ich mal die hier. So, männlich, weiblich und Also Außerirdische scheint wohl ziemlich übergreifend zu sein. Denn hätte man die mir hier beide gleichzeitig gezeigt und hätte gesagt, zu welcher Rasse die gehören, hätte ich nicht gesagt, dass es angeblich die gleiche sei. Und das wird vermutlich auch zu einem gewissen Grad der Fall sein. So, wir können auch nochmal hier einiges anpassen. Automatisch. Oh wow, da ist sogar... Oh wow, okay, jetzt muss ich eigentlich schon fast mal reingucken. Ich wollte einfach nur ein bisschen rummachen, aber wie man sieht, da sind tatsächlich so einige Optionen drin. Und sind groß und riesig. Ja okay, wenn man auf die Füße achtet, sieht man sogar tatsächlich einen Unterschied. Stimme. Das ist keine männliche Stimme. Ja, und ich denke natürlich, auch hier könnte man immer argumentieren, ist das tatsächlich passend zu denen? Weil das klingt eher so relativ Menschlichkeiten, aber hey. Okay, gucken wir mal ganz kurz über die unterschiedlichsten... Okay, also ich kann ein Außerirdischer sein, kann aber ohne Probleme von, ja, den Cybermans, der Doria, Ginyu. Das ist relativ ulkig. Haarfarbe, okay, ich dachte schon, das wäre immer nur passend. Gehen wir nicht die üblichen Farben. Denn da gibt es ja so ein paar, die das hier exklusiv haben. Oh yeah. Ja, ist relativ ulkig, weil man ganz klar sehen kann, von wem die sind. An wen die sich da orientiert hatten. So, gehen wir mal von der ekligen Farbe weg. Gelb. Rot? Gibt's welche, die rot sind? Vermutlich, ja. Gerade vor allem jetzt auch, wo Super existiert. Da haben sie ja nochmal einiges Neues hinzugefügt. So, was suchen wir jetzt hier? Augenfarbe. Oberteilfarbe. Wir haben es gleich. Weißt du was, wir gehen ruhig so ein bisschen in diesen Weiß-Blau. Okay, sehr schön, das passt dann nochmal das hier an. Oder sollte ich komplett weiß gehen? Das sieht sogar schon fast besser aus in der Kombination. Ja. So, ich musste meinen Namen schnell eingeben. Das ist etwas ungewohnt, denn es ist kein echter 3DS. Danke, Nintendo. Der eingebende Name wird im Screen Pass mehr Spieler kämpfen und Tausch für andere Spieler sichtbar sein. Glaube ich nicht.
Und da geht's auch schon sofort los. Forcecom, sagt Pinnage. Und gefunden, hier ist es, oder? Oh boy, okay. Aber mal ganz kurz zu zeigen, wir haben unten eine Ansichtskarte. Touchscreen antippen, Ansicht ändern. Und, achso, das ist einfach für den Kartenpunkt selber. Okay, das soll für jetzt erstmal egal sein. Dragon Ball, Dragon Ball, komm schon, wo bist du? Ah, okay. So, ich wollte eigentlich jetzt fragen, ob ich die Kamera irgendwie drehen kann. Ich kann überhaupt keine Taste. Oh. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Geheimnis von der Dragon Balls, die jeden Wunsch erfüllen. Jetzt haben wir alle 7. Okay, fangen wir an mit der Beschwörung. So, dann haben wir jetzt hier unten auf dem unteren Screen. Wie war noch der Wunsch? Wie bitte Beschwörung? Wow, weißt du nicht mehr? Komm schon, davon habe ich, haben wir geträumt. Von großen Kampfsport-Wettkampf aller Zeiten oder dem größten, okay. Keine langweiligen Unentschieden mehr. Keine Disqualifizierungen für Kämpfe außerhalb des Ringes. Dafür haben wir hart gearbeitet und Dragon Balls gesammelt. Für einen echten Wettkampf für echte Kämpfe. Ein Wettkampf, der uns verrät, wer der Stärkste ist. Okay, es geht los. Ich werde ihn beschwören. Komm herbei, Shenlong. Komm und erfüll meinen Wunsch. Richtig. Warum auch immer mir eine Stimme gibt, wenn die eh nicht vorkommt. Was zum... So. So, ich gewähre dir. Genau. Einen einzigen Wunsch, nenn ihn mir. Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Ich wünsche mir den perfekten Kampfsport-Wettkampf, wo der Sieger der größte Kämpfer aller Zeiten ist. Was eine Verschwendung. Nichts geschieht. Gerade mit halt dem Gesichtsausdruck ist das immer richtig doof aussehend. Dein Wunsch wurde dir gewährt. Ne, wohl. Ah, sie fliegen davon. Hat nicht geklappt. Was, er hat doch gesagt, das hat funktioniert. Was schaust du denn so? Ich behaupte mal, wir können nicht fliegen. Dann hätten wir nämlich jetzt Probleme. Ich gewinne, Forcecom. Pinnage ist... Okay, wir haben mal wieder eine Option. Wecke ihn auf oder zwick ihn.
Was zum Teufel ist das für eine Technik? Okay, wir können erneut ihn aufwecken oder weit oder fester zwecken. Gar nicht übel. Was ist los? Wo sind wir? Du hast auch keine Ahnung? Sieht aus, als wäre dort eine Stadt. Die sehen wir uns an. Ich werde fliegen. Versuch mit mir mitzuhalten. Okay, wir können also doch fliegen, weil das macht nämlich die Dragon Ball Suche ein bisschen schwerer. Okay. Wow, die ganze Insel schwebt. Siehst du das auch? Kamera steuern. Oh, wow. Das ist ebenfalls auf dem linken Stick? Warum ist Reden A und Rot gehalten, wenn es doch eigentlich... Obwohl, der 3DS hat keine Farben in der Logik. Da ist bestimmt was los. Komm, das sehen wir uns an. Folgen. Oh, wow. Okay, also... Kann ich da irgendwie selber so ein bisschen fliegen? Ist das die reine Fliegen? Oh boy, das ist auch vor allem noch umgekehrt vom... Where is he? Come on, move. Es steuert sich nicht wirklich gut. Und ich mich frage, ob ich... Oh, nice, okay. Hier sind so einige Sachen, die man theoretisch einstellen kann. Oder sollte man angucken sagen? Denn Optionen sind aktuell noch blockiert. Oh, oh Gott, ich sehe da auch schon Energiesachen werden mir hervorgehoben. Hallo, hallo, ist da jemand? Du stehst irgendwo in der Luft, Kamera drehen. Wo es eigentlich richtig ist, jetzt so im Nachhinein nach oben drücken, um nach unten oben zu fliegen, nach unten, um nach unten. Keine Ahnung, warum mir das am Anfang so viele Probleme machte. Okay, die Zeit ist reif für etwas mehr Tempo. Hachi, du kannst mich anvisieren, damit du mich nicht verlierst. Okay. Also auch zum Glück kein Balken oder Ki, die man wirklich verbraucht. A la Kakarot. Gerade außerhalb des Bereiches braucht man so überhaupt nicht. Ha, die Capsule Corp ist hier. Donk. Das ist wohl das größte Gebäude. Werfen wir einen Blick rein. Ich denke, man kann sich schon so ein bisschen denken, dass nicht nur jetzt hier in dieser, ich nenne es mal neuen Welt, sondern aber auch in der vorherigen schon, man nicht in der gleichen Welt war, wie die Geschichte von Dragon Ball erzählt worden ist. Denn so wie die Geschichte bisher erzählt worden ist, glaube ich nicht, dass einfach jeder einfach die Dragon Ball sammeln darf. Die Z-Fighters oder wie auch immer sie sich mittlerweile nennen, haben, glaube ich, immer ein Auge drauf. Okay. Weniger 3D und hey, Lukus hier. Herzlich willkommen, seid ihr Kämpfer? Sind wir? Frag mich immer noch, ob das... Ob... Wie auch immer er jetzt wieder hieß, irgendwie mit Mr. Satan zu tun hat. Okay, sieht aus, als seid ihr auch ausgewählt worden. Ich erzähl euch kurz, was los ist. Okay, unten wird jetzt geschrieben, ich wechsle mal ganz kurz nicht dahin. Wo bin ich? Dies ist eine Welt, die Shenlong geschaffen hat, um den größten Kämpfer aller Zeiten zu bestimmen. Was? Shenlong? Shenlong ist ein Drache, der erscheint, wenn man alle 7 Dragon Balls findet. Und dann gewährt er einen Wunsch. Jeden Wunsch. Nein, nicht wirklich, aber das muss diese Kugeln sein und der Drache. Habt ihr irgendwie eure Gedächtnisse verloren? Wer bist du? Oh, wer sind Sie, Madame? Okay, gehen wir mit dem unteren. Madame, für wie alt hältst du mich denn? Je nachdem, wann das spielt, vermutlich schon etwas älter. Ach, vergiss es. Ich heiße Bulma, ich bin die junge Dame, die bei diesem Wettbewerb behilflich ist. Turnier? Gott. Es wird das Raumzeitturnier genannt. Es bringt Kämpfer aus allen Zeiten und Räumen zusammen, um den größten Kämpfer aller Zeiten zu krönen. Der größte Kämpfer aller Zeiten! Das ist unser Wunsch! Unser Wunsch oder Traum ist wahr geworden! Nur das ist viel größer, als ich dachte. Ha, ich meine, ich kann verstehen, der Wunsch ist nicht selbstverständlich, was tatsächlich dabei umgesetzt wird. Aber irgendeine Art von Turnier muss halt nun mal gestartet werden.
So, wie kann man daran teilnehmen? So, ne? Stelle als erstes ein Team aus 5 Personen zusammen. Dann kannst du dort oben in die Arena gehen und antreten. Siehst du den Quittenturm da draußen? Flieg einfach daran lang. Das muss der Turm sein, an dem wir vorbeigekommen sind. Warum denn Teams aus 5 Personen? Teams? Ich weiß, Teams in einem Wettkampf, um den größten Einzelkämpfer zu finden, ist seltsam. Aber einige haben sich gestritten, wer kämpfen darf. Also haben sie sich für Teams aus 5 Personen entschieden. Sie sich entschieden? Was für ein Haufen Pfeifen. Ach, tut mir leid. Teams, was? Nun, wenn ich gegen Forscom antreten kann, ist alles gut. Bist du auch ein Kämpfer? Natürlich nicht. Ich bin ein paar Gefallen schuldig, deshalb helfe ich aus. Und schließt ihr euch beide zu einem Team zusammen? Ja. Wir drücken uns doch nicht davor zu sehen, wer stärker ist. Wir können kein Team bilden, wir würden uns nur verprügeln. Alright. Verstehe, ihr scheint wirklich gute Freunde zu sein. Oh. Rivalen hätte ich jetzt eher gesagt. Was? Ich? Und was kommt? Nun, ihr könnt immer noch ein Team bilden, sobald euer kleiner Wettstreit vorbei ist. Viel Glück bei der Zusammenarbeit. Oh ja, bitte sehr. The fuck? Was ist denn? Was ist denn? Schön euch kennenzulernen, Forscom und Penitch. Ich bin Sikom. Wow, es spricht. Mein Pokédex hat Probleme. Ich bin CCFDR49, Siku. Das ist ein kleiner Mecker, den ich entwickelt habe, damit er den Leuten hier hilft. Er heißt Siku. Nehmt ihn, er wird euch sehr nützlich sein. Siku, zeig ihnen, wo es lang geht, wenn ihr aufbricht, okay? Verstanden, Lady Bulma. Auf Wiedersehen. So scheint ja alles in Ordnung zu sein, nicht wahr? Gut, wir sehen uns dann beim Raumzeitturnier. Du solltest besser in der Arena auftauchen. Du hättest die Tür nehmen können. Der Kleine ist was Besonderes. Nun, viel Glück euch beiden. Oh ja. Ich glaube, dass Trunks und Son Goten hier irgendwo sind. Du solltest sie suchen. Sie suchen auch nach Teammitgliedern. Und wenn du dich verletzt, komm zu mir, dann verleck ich dich zusammen. Wenn du dich ausruhen willst, suche einen sicheren Ort wie diesen auf und drücke Start und wähle Speichern. So, yay, Story. Event 1 abgeschlossen, oder nee, es ist empfohlene Stufe 1, Folge Pinch. Okay, untersuche mit Pinch die Stadt. Man hätte theoretisch auch nochmal unten den Screen, aber der sagt einfach nur, hey, du hast es gemacht. Great. Er ist immer wieder ulkig zu sehen, denn klar, es ist ganz nett, wenn man hier so die Karte hat, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so hilfreich oder nützlich ist es dann auch wieder nicht. Deine Gesundheit wurde wieder hergestellt. Aha. Okay, also ich gehe mal davon aus, gerade wenn ich diese Maschine sehe, das wird nun mal irgendwann relevant werden. Und ich mich frage, ob das auch hier auf irgendein Gacha-System zurückgreift. Hallo, meine Bezeichnung lautet Siko. Ich bin Teil des Raumzeitradars. Das Raumzeitradar erfasst das Key von Personen in der Nähe und zeigt das auf dem Bildschirm an. Okay, dann haben wir also jetzt hier theoretisch mal einen Nutzen. Da sind 2 Bubbles jetzt aufgetaucht. Denn oben ist theoretisch noch schon ein Bubble, aber ich glaube, der war auch schon vorher da. Aber solange da nicht mehr passiert, lasse ich das trotzdem immer mal noch meistens weg. Der Pfeil im Zentrum markiert deine Position, während der rote Punkt ein Key-Signal anzeigt. Genau. Aktuell werden 2 erfasst. Wahrscheinlich gehören sie zu Son Goten und Trunks. Ich habe diese beiden Key-Signale als deinen nächsten beiden Zielmarker eingestellt. Zielmarkierungen verfügen entweder über einen Pfeil, der nach oben oder unten zeigt. Die Bedeutung ist einfach. Ein Pfeil nach oben heißt, dass du dich nach oben bewegen musst. Beim Pfeil nach unten, ja.
Nun, jetzt habe ich genug geredet. Nutze das Raumzeitradar, um die Zielmarkierung aufzusuchen. Okay, ja, wichtig ist wirklich, man kann damit wirklich frei Schnauze fliegen. Man muss nicht nur Leuten folgen und wow. Sicher, dass es die beiden sind? No, das sind nämlich nicht die beiden. Okay, fliegen wir einfach mal wie ein Dumm-Dumm da rein. Gott, haben die Riesenschädel. Was gibt's? Plötzlich werden wir für irgendeinen Wettkampf herbeigerufen. Was hat Vegeta vor? Die Stärke der Typen vorhin war ich kein Spaß. Sie sagten etwas von Fusion, oder? So eine verrückte Technik, damit sie verschmelzen können. Was für ein Blödsinn! Schön, euch kennenzulernen, Trunks und Son Goten. Aha, wer seid ihr denn? Was steckt ihr mit diesem Kerl unter einer Decke? Hier scheint es ein Fehler zu uns erlaufen zu sein. Perfektes Timing, ich bin in Kampflaune. Ich bin ziemlich wütend, das könnte ich jetzt gut rauslassen. Trotzdem langweilt es mich, Leute einfach nur zu verprügeln. Also los, wo liegt deine Stärke? Kraft, Tempo oder Technik? Ha? Meine Stärke ist... Okay, jetzt kriegen wir hier unten theoretisch die Option zu wählen. Gehen wir Kraft. Schön langweilig. Oh ja, du bist ein Krafttyp, so wie ich. Krafttypen verursachen bei Techniktypen mehr Schaden. Natürlich schaffen wir nur eine Ki-Explosion auf einmal, aber dafür trifft jede einzelne ziemlich hart. Natürlich müssen wir vom Tempotypen mehr Schaden entstecken, aber was soll's. Ist keine große Sache für einen harten Typen wie mich. Dann mischen wir den Dschungel, der macht ordentlich Aufwand, und sehen, wer der Beste ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Spiel im Kampf aussieht. Okay, unten wird mir gerade gesagt, besieg alle Gegner. Gucken wir mal, ob da noch mehr passiert. Wir kriegen das Tutorial mit Nappa. Ich frage mich, wenn man andere ausgewählt hätte, also andere Typen, ob man dann mit Raditz hätte kämpfen sollen. Denn von der Reihenfolge her hätten wir eher gegen Raditz kämpfen sollen. Deine Stärke ist nicht besonders. Ich lasse dir sogar den Vortritt. Okay, jetzt haben wir hier unten eine Anzeige, die jetzt wieder verschwunden ist. Gut. So, fang an. Greif mich mit einem Nahkampfangriff an. Ich will selbst sehen, wie stark du bist. Nicht, dass ich bei diesem Signal viel erwarten würde. Signal? Achso, weil die Scouter haben. So, ganz kurz zu zeigen. Wir haben jetzt also hier unten ein bisschen interessantere Darbietung. Besiege alle Gegner, Nahkampfstärke prüfen. Okay, dann können wir hier Informationen bekommen. Auch uns selber können wir angucken. Nahkampf, Ki-Explosion, Verteidigung, Glück. Okay, Glück ist überraschend niedrig, als wenn man den ersten im Verhältnis sieht. Spezialmove. Umfeldgegner, Chance auf Ohnmacht. Und das ist einfach nur ein anderer Angriff. Okay, Spezialtechniken, Fähigkeiten. Verlangsamt die Zeitlinienumkehr. Aha. Kampfrausch. Wert steigt mit jedem Einzeljin Elite-Krieger. Er war von Kindesbeinen an Vegetas Helfer. Er ist so rau und abweisend, wie man es von einem Saiyajin erwartet. Ja, außer natürlich, man hat Dragon Ball Bridge gesehen. Da war das dann eine ganz andere Situation. So, ganz kurz nochmal hier. Der Radar unten zeigt wirklich, wo jeder ist, wie viel HP wir haben. Und aber auch wichtig, da oben in der Ecke wird nochmal hervorgehoben, wer gegen was stark ist. Achso. Ja, wir sind beide Stärketypen. Okay, alles klar, alles klar. So, ich gehe mal wieder auf den ersten Screen über. Und Nahkampf. Yes, auf den da. Wähle mit dem Stick, denke ich mal, die Richtung aus, der du angreifen willst. Wenn du dich richtig entscheidest, kannst du deinen Gegner wegstoßen. Probiere es aus. Wähle mit dem Stick die Richtung und drücke A, um anzugreifen. Auch mal sogar mehrere Optionen. Interessant. Uff, du bist doch stärker, als ich dachte. Aber jetzt bin ich dran mit meinem Angriff. Aber geh nicht beim ersten Treffer zu Boden, ja? Okay, da unten ist so eine Timeline tatsächlich, die angezeigt wird. Wähle mit dem Stick die Richtung, aus der du den Angriff vermutest. Drücke A zum Blockieren. Ich hab überhaupt keinen Stick gedrückt.
Okay, da unten ist auf jeden Fall eine Timeline, die angezeigt wird, die jetzt wieder verdeckt wird. Und ich gehe davon aus, spätestens dann, wenn wir 5 gegen 5 kämpfen, wird es nochmal ein bisschen durchgeknattert. Hey, sieh einer an! Nicht jeder würde nach einem Frontalangriff von mir noch stehen. Außer natürlich, man blockt. Gut, dann probieren wir was anderes aus. Denkst du, dass du eine Ki-Explosion abfeuern kannst? Die Explosion kannst du nicht blocken, aber bei deiner geringen Kraft ist es nicht mehr als ein Hauch. Ja, sehen sie jetzt irgendwie aus, beide rennen sie dorthin. So, jetzt zeig mir, wie eine Ki-Explosion von einem Krafttyp wie dir aussieht. Ja, man sieht, die Kraft ist definitiv niedriger. Wähle aus, wo du angreifen willst. Also ich kann dann zum Beispiel jetzt hier wegfliegen. Das ist natürlich eine interessante Idee. Wow, für einen Anfänger war das eine fast perfekte Ki-Explosion. Oh boy, hey, sag bloß nicht, dass das alles ist. Wir haben doch gerade erst mit dem Spaß angefangen. Ich dachte, du hättest mehr zu bieten. Kraft ist also deine starke Seite. Stimmt das wirklich? Ich habe noch nie von einem Krafttypen mit so wenig Kraft gehört. Wie wäre es, wenn du ausgiebig darüber nachdenkst, ob du wirklich ein Krafttyp sein willst? Und dann sag mir, ob deine Kraft wirklich so klasse ist. Wenn du denkst, dass du es als Krafttyp schaffst, dann wähle Kraft aus. Meine Stärke ist... Okay, also ich gehe mal von aus, man bekommt hier aber die Möglichkeit, Tutorials nicht möglich hier umzugucken. Die große Frage ist, wo würde es... Ich sag nochmal ganz kurz, man hat hier unten wieder die Auswahl. Wo würde das hingehen, wenn man was anderes wählt? Denn... Ich gehe mal von aus, Kraft bedeutet in der Hinsicht, dass man im Nahkampf stärker ist und wie wir gesehen hatten, Ki ist schwächer. Tempo bedeutet vielleicht tatsächlich, wir sind schwächer in Nahkämpfen, sind wir vielleicht schneller auf der Timeline. Und Technik ist vermutlich auch so etwas wie schwächer im Angriff, aber dafür besser mit Ki oder ähnliches. Ich meine, ich will es mal ganz kurz aus Zeitgründen nicht weiter herausfinden, wir bleiben bei Kraft. Ziemlich dickköpfig für einen Schwächling. Und ich dachte, du hättest genug Schläge eingesteckt. Zumindest bist du mutig. Schön, euch kennenzulernen, Trunks und Son Goten. Hey, was kriegst du aus dem denn da? Wahrscheinlich ist es kaputt. Oder wird es bald sein? Habt ihr Verlierer nichts dazu gelernt? Hey, alles okay? Das reicht, ihr Pfeifen! Feiglinge, 2 gegen 1. Wie wäre es, wenn ihr es stattdessen mit uns beiden aufnehmt? Aber Trunks, du zählst da jemanden nicht mit. Hey. Aha, gut. Dann also 3 gegen 2. Nach der Fusion zu Gotenks sind wir sowieso nur noch 2. Wir können die Fusion nach einem Mal nicht so schnell wieder einsetzen. Oh. Oh Mensch, tja, dann musst du wohl einen von uns wählen, mich oder Son Goten. Wir haben also jetzt die Wahl zwischen einem von den beiden. Trunks ist mir vom Ego so ein bisschen zu da sieht man, wo er halt von Vegeta herkam. Ist aber der Stärke von den beiden. Ja. Tut mir leid, Son Goten. Okay, fangen wir an. Okay, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, dir die Reihenfolge im Kampf zu erklären. Wirf einen Blick auf den oberen Bildschirm. Siehst du die Linie, die darauf verläuft? Die Linie zeigt an, wer angreift und wann. Wer am weitesten rechts ist, ist als nächstes dran. Wenn du Verbündete hast, die direkt nach dir kommen, beteiligen sie sich am Kampf. Okay. Triff dein Ziel, dann ist die Runde vorbei und sie müssen länger warten, bis sie wieder dran sind. Alles klar, legen wir los. Ja, also ich denke relativ offensichtlich... Nope, schon wieder weg. Bei Nahkampfangriffen solltest du versuchen, deine Gegner in Richtung der Verbündeten zu stoßen. Okay. Auf diese Weise können deine Freunde auch Treffer landen. Okay, ich denke relativ klar. Der untere Bildschirm wurde jetzt darauf angepasst. Mit mehr Charakteren. Und hier... Da sind ein paar Levelunterschiede mit dabei. Er ist Level 9 Trunks. Und hat auch ein bisschen mehr HP. Okay,
Dann würde ich doch mal sagen, wir greifen Nappa an und versuchen, ihn Richtung Trunks zu hauen. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Genau. Oh, wow, okay. Ja, genau richtig. So lange hast du den Dreh aus. So, und jetzt bist du wieder dran. Ich würde sagen, wir bleiben natürlich bei ihm und hauen auch hier wieder. Genau, von hier aus auf ihn ein, um erneut jetzt hier eine Combo zu bekommen. Oh, wow. Oh, cool. Hatte mich nämlich schon gefragt, was der Ring zu sagen hat. Oh, cool. Ich denke, hier kann es ab einem gewissen Punkt natürlich so ein bisschen fies werden. So, ich würde sagen, wir hauen auf Nappa ein. Machen hier erstmal den platt. Nope, falsche Richtung. Ich denke mal, hier ab einem gewissen Punkt wird es natürlich knackiger, wenn der Gegner tatsächlich es schafft zu blockieren. Und bye bye erneut. Vom Ring aus erholt, wie hat es überlebt? Wow. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du ab und zu einen Spezialmove einbauen. Ein Spezialmove funktioniert ganz einfach. Wenn du daran bist, wählst du Spezialmove aus und los geht's. Oder legt los. Okay, ich denke, das ist natürlich auch hier wieder. So, Kraft 240, ein Gegner Chance auf weniger Abwehr. Okay, hier muss man ziehen, macht einfach Schaden. Ich denke, dadurch, dass wir eher der Nahkämpfer sind, machen wir das und wir verabschieden uns von Nappa. Oh, auch hier müssen wir wieder wählen. Sehr schick. Klasse, gut gemacht. Ich wusste, dass du das kannst. Aber pass auf, Spezialmoves kosten Ki-Kugeln. Also solltest du sie lieber aufheben, wenn es geht. Erlange Ki-Kugeln zurück, indem du Treffer landest und dich auf Gegner stürzt, die dir zugeschubst werden. Bin noch geredet, setzen wir Spezialmoves ein und zeigen denen, wer hier der Boss ist. So, wichtig anzumerken ist, Trunks ist theoretisch sogar, wenn man nochmal ganz kurz unser Dreieck hier unten aufruft, im Nachteil gegen gerade Stärketypen. Aber jetzt gerade, wenn wir zu dann wiederum Raditz übergehen, sollte das Ganze nochmal anders aussehen. So, gucken wir mal ganz kurz, ich mit dem schon Spezialmoves einsetzen? Normalerweise erst mit Ki-Explosionen stärker. Und mal Ki-Explosion. Einfach, weil ich mal sehen möchte, wie das mit ihm funktioniert. So, hier haben wir jetzt sogar eine Limitierung scheinbar. Denke ich. Oh, schade. Wird also nicht so weit gedrückt, wie man sich das vielleicht erwünscht. Ah! Okay, der Schaden ist relativ übersichtlich für jemanden, der Level 9 ist. Ja, ist ein bisschen doof, aber ich versuche ihn mal wirklich nochmal so ein bisschen in die Richtung zu prügeln, dass wir mitmachen dürfen. Nice. Oh, der hat sich gerade so. Akrobatfähigkeit. Okay, dann werden wir gleich mal gucken, was das bedeutet. Einfach mal aus reinem Interesse. Oh, oh, oh. So. Oh, jetzt sogar ein Skill mehr. Tempo-Genie, du benötigst etwas weniger Zeit zum Handeln. Kampfrausch, Wert steigt mit jedem Angriff. Schwer aus dem Ring zu werfen. Okay. So, ich behaupte einfach mal, dass wir das jetzt mit dem kommenden Angriff vielleicht gebacken bekommen. Ich denke, es ist klar, wir wollen so angreifen, dass wir ihn noch tatsächlich rauskriegen. Das war vermutlich weniger Schaden als tatsächlich. Wo sind wir? Achso, wir sind ja da ganz, ganz unten. Hm. Versuchen wir mal herauszufinden, was passiert, wenn ich den in den Kollegen reinprügel. Nappa. Okay, das tut so rein gar nichts, aber auch hier wieder. Ja, ist okay. Ihr seht es mal, wenn er rausgeäumelt wird, es dauert mehr Zeit. Oh, ja, Trunks ist richtig zügig und wir sind richtig schön langsam. Ja, dreh dich immer ruhig weg. How nice. Ja, klar. So, wir haben auf dem unteren Screen Erf
Nahkampferfen. Erster K.O. Sieg. Unterstützungsangriff. Leichter Sieg. Spezialmove K.O. Ring aus K.O. Superkette. Kombo-Angriff. Ring aus Key erhalten. Verborgene Stärke. Und da braucht es mehr. Hey ho. Oh ho, gleich zwei Level-Ups. Sir Weed. So. Gucken wir mal. Wir haben doch eine gute Menge an LP bekommen und eine Handvoll an Nahkampf, Key-Explosion und Verteidigung, aber kein Glück. Muss noch irgendwas hier hinten? Aufputscher, Team-Key-Kugeln plus 1 nach Reihenfolge, verlangsamt die Zeit, die ihn umkehrt mit Hard. Ja, okay, da sehen wir eine Übersicht, wie viel, oder was für Moves wir vielleicht noch lernen können in der Zukunft. Phoenix Rivale und Freund, der einmal beim Weltturnier dabei sein will, trifft beim Training im Zeitspalt viele Freunde. Ja. So, wir haben unten etwas. Wow, scheinbar kannst du einen neuen Spezialmove. Manchmal erhältst du einen neuen Spezialmove, wenn du Gegner durch raus dem Ring werfen besiegst. Neu erhaltene Spezialmoves kannst du entweder jemanden aus deinem Team beibringen oder Siko bewahrt ihn für später auf. Ziemlich praktisch, oder? Du kannst neue Spezialmoves lernen. Wähle Move aus. Und zwar den Monsterwurf. Ist eine Nahkampffähigkeit, klar. Ist auch relativ kräftig, so wie es scheint. Ich frage mich nicht, warum da unten HP plus 400 angezeigt wird, aber nochmal ganz wichtig hier oben. Oh, es gibt keinen Charakter, die diese Spezialmove erlernen können. Wow, that's doof. Ja, dann speichern wir ihn ganz simpel. Das werde ich nicht vergessen. Da bist du nicht dank. Ich bin übrigens Trunks. Hi, ich bin Son Goten. Was kommt, hm? Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich kennenzulernen. Schön, euch kennenzulernen. Hm? Oh, das ist ja Siko. Dann war meine Mama schon hier. Das heißt also, dass die Wettkampfregeln bekannt sind. Wer gewinnt, trifft gegen einen legendären Champion an. Mhm, ja. Eine echte Legende, aufregend, stimmt's. Deshalb wollen wir am Turnier teilnehmen. Wie wäre es, wenn wir zusammen ein Team bilden? Okay. Gut, und dann waren es schon drei. Wir werden ein tolles Team sein, Forcecom. Ah, wir brauchen 5 Personen zum Antreten. Uns fehlen also noch 2. Hey, ihr könnt mit Zahlen arbeiten. Wir wollen uns hier umsehen und nach 250 Teams suchen. Verstanden, überlass das mir. So, damit haben wir Story Event, empfohlen für Stufe 2, abgeschlossen für die Trunks und Son Goten. Belohnung, Verbündete und Energie. Benutze das Raumzeitradar, um Trunks und Son Goten zu finden. Genau. So, Belohnung erhalten. Gucken wir mal, was das bedeutet. So, als erstes Trunks, wo unser Verbündeter. Und Son Goten. Wow, Level 9 und Level 8, wenn ich es richtig gesehen habe. So, du kannst jetzt mehr Energie aufnehmen. Blaue Energie plus 200. Und wir haben auch gleich welche erhalten. Trainingsinformationen. Blaue Energie. Oder erhalte blaue Energie. Erhaltene Boni. HP plus 100. Erzielbare Titel Erdling. Ich erfasse auf dem Raumzeitradar mehr Kraftsignale in der Nähe. Ja, aber wie? Heiliger Strohsack, warum denn das so viele? Das müssen die anderen Kämpfer sein, die herkommen. Einige der Typen sind so zäh wie der alte von vorhin. Also solltest du dich ihnen vorsichtig nähern. Wenn du Ki aufbaust und ihn sie reinsprintest, denken sie, dass du kämpfen willst. Das ist an sich nichts Schlechtes. Du bist sicher stark genug, um sie in ihre Schranken zu weisen. Und ich habe eine seltsame Kraftsignal empfangen, ohne weitere Informationen. Ich habe es auf dem Radarbildschirm mit einem blauen Punkt markiert. Das solltest du dir ansehen. Bisher ist kein blauer Punkt hier.
Ah, okay. Finde deinen vierten Verbündeten. Ja, ist durchaus interessant, dass man jetzt hier doch eine größere Auswahl bekommt. Level 6. Lass uns mal so ein bisschen wirklich umgucken. Interessant ist definitiv, dass hier gleich zwei blau sind. Hier ist Level 8. Das ist der eine Typ. Oh, oh, hier ist auch gleich jemand in der Nähe. Mir wird eigentlich gleich hier einer vor meiner Nase angezeigt. Aber vielleicht ist es der, der gerade da hinten fliegt. Das Interessante ist natürlich jetzt definitiv. Wir können immer noch nicht speichern. Merkwürdig. So, Dragon Balls kann man in Zukunft vermutlich schon da auch finden. Ja, 8, 9, wir sind immer noch 3. Das ist wirklich doch ein großer Unterschied. Frag mich, ob man hier einfach großzügig sein will. Ich meine, ich habe jetzt hier keine wirkliche Ahnung, auf wen ich mich stürzen soll. Also, nehmen wir einfach uns den hier. Hey, willst du kämpfen? Und los. Ha, das sind andere Leute, als wir da gerade eben auf dem Screen gesehen haben. Und die sind relativ stark. Oh ja, ich habe schon vergessen wieder, dass ich hier aufpassen müsste. Okay, gib mir jetzt erstmal ganz kurz eine Stärke prüfen. Sanla. Was? Panna und Danish. Okay, noch 15 Kollegen. Freundliches Lächeln. Planetenbombe. Okay, wichtig ist auch, unter dem Namen werden diese Kugeln angezeigt. Das heißt also, es sind welche, die ein bisschen teurer sind. Jubel, erhöht Schaden von Unterstützungsangriffen. So, ich denke, das ist relativ klar. Wir werden uns jetzt hier um die eine Person kümmern, die genau meinte, bei uns zu bleiben. Und werden versuchen, ihn und unsere Freunde reinzuprügeln. Oh, wow. Okay, gleich von Anfang an so ein bisschen cleverer. Traumpass, oh oh. Frag mich, ob man da eine Logik aufbauen kann. Alle mit Level 7, 5 und 5. Oh, wow. Das war echt unangenehm. So, am besten wäre es vermutlich, sie nach oben zu prügeln. Gucken wir mal, wie clever sich dabei anstellen. Na, in dem Fall nicht. Oh, nice. Alle drei da so getroffen. So, jetzt müsste ich eigentlich schon fast überlegen. Meine große Frage ist, mir wären zum Beispiel Energie. Ach so, da. Da ganz unten. Mal ganz kurz den groß zeigen. Wir haben hier diese Energiekugeln. Auf die muss ich achten. Denn das Wichtige ist, wir haben ja auch hier diesen Ultra, diese Ultraleiste. Aber das ist scheinbar noch nicht das Gleiche. Was ist interessant, wir sind einige Level hinterherhängend, aber haben von der HP schon Xon Gorton überreicht. Überholt. Der Galek-Strahl. Oh. Er könnte fusionieren. Meine Frage ist, ist das gerade so genug? I don't know. Wir machen einfach mal das hier und gucken. Okay, das trifft alle in der Richtung. Weißt du was, ich setze mal ein und einfach mal herauszufinden, ob wir. Okay, uns kurz nochmal hier zeigen. Die drei werden uns hervorgehoben, aber wir werden nicht markiert. Also hoffe ich einfach mal, dass wir davon nicht getroffen werden. Was für einiges an Schaden. Holla die Waldfee. So, ich würde jetzt natürlich sagen, so. Oh, wow. Oder auch nicht. Oh, der hat mit einem. Gerade so. Ja, ich hatte nämlich Angst gehabt, dass er mich versucht, in einen der Kollegen reinzuschlagen. Aber er hat natürlich eher mit einem Ring-Out. Weißt du was? Ich mache genau den gleichen Spaß. Ich versuche, mit dem Ring-Out zu arbeiten. Also, die Ring-Out-Idee finde ich wirklich cool. Nee. Weil man Leute dann von der Timeline her manipulieren kann. So, jetzt haben wir erneut das Problem. Okay. Jetzt, das ist fiese. Da ist wirklich einiges an. Ist nicht einiges an Taktik, aber
Es ist nicht immer offensichtlich, was sie machen. Denn man hat zum Beispiel jetzt hier gesehen, die Möglichkeit wäre gegeben, mich aus dem Ring zu schleudern. Oh, die sind so schnell. Holy moly. Okay, diesmal muss ich ganz klar aufpassen, dass ich nicht, yes, da rausgeäumelt werde. Oh, wow, okay. Also ein Block schützt mich da leider so überhaupt nicht. Wähle, wohin du zurückkehren willst. Oh, das hatten wir also auch logischerweise bisher noch nicht miterleben dürfen. Wenn ich dich wähle und versuche schräg zuzuhauen, kann ich vielleicht beide raushauen? Wow, hat das wirklich beide getroffen? Yeah, ein bisschen schade, dass sie immer die gleiche Animation haben, aber das war natürlich durchaus hilfreich. So, die haben sich wirklich am Arsch der Welt rausgelassen. Ah, shit. So, wir existieren auch noch. Ich würde sagen, wir verhauen natürlich hier. Ich versuche den auf Goten zu prügeln. Denn Trunks kommt noch. Nice. So, sie nutzt gerade immer wieder den Buster Sprint. So, jetzt sind wir dran. No, no, no. Wir greifen ihn an und hoffen, dass wir die anderen beiden damit rein verwickeln können. Haha, das ist natürlich sehr schick gewesen. Er ist ein bisschen doof, ich kann leider nicht konstant die HP zeigen, aber wir sind relativ gut mit dabei. Und der Stärkste von denen verabschiedet sich auch gleich. Genau. Das war vielleicht nicht die cleverste Entscheidung von ihr. So, auf jeden Fall ist es interessant zu beobachten. Manny war schon zu einem gewissen Grad jetzt klar, dass es vermutlich dank dem XP-Level-System man hier auf Random Encounters stoßen wird, aber ich muss echt zugeben, ich hatte nicht gedacht, dass es so random wäre. Dass wir also mit dir. I don't know. Da fast hätte er noch Goten erreicht. Sieht natürlich relativ ulkig aus. Gerade wenn ich einfach vor ihr stehen bleibe und dann nicht ganz verstanden wird, was ich gemacht habe. So, probieren wir mal nach oben zu prügeln. Nope, so rum. Oh, gerade so. Hoffen, dass die Distanz sogar ist reicht. Yes, nice. Und, oh, 7 HP hat sie noch. Ey. Zufällig die richtige Ecke gewählt. So, meine große Frage ist, man würde eigentlich ganz gerne, wenn man ehrlich ist, mit einem Finishing Move arbeiten, aber dadurch, dass ich darauf oder davor gewarnt worden bin, einfach das Wild einzusetzen, mache ich es nicht. So, ich will ganz ehrlich natürlich, ich bin mal so frei, einmal kurz zeigen, hey, 2500, great. Achso, das sollte ich zeigen, ja. Ja, wir haben nämlich jetzt einige Level-Ups bekommen. Wow, wow, Level 7 bereits. Nice. So, die große Frage ist, was passiert jetzt? Scheinbar so rein gar nichts, ey. Ha. Huh. Okay, also, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier einfach schlichtweg die Chance haben, Wildleute zu verhauen. Die große Frage ist nur, kriege ich da irgendwie eine Ansage? Finde deinen vierten Verbündeten. Ich gehe mal davon aus, dass das wiederum jetzt die Punkte auf der Karte sind. Ich habe ein Dragon Ball Signal auf dem Radar. Warte mal, in dieser Welt gibt es auch Dragon Balls? Hey, bitten wir Shenlong, uns bei der Suche nach neuen Teammitgliedern zu helfen. Es scheint von der Bergspitze zu kommen. Finde den Dragon Ball. Ja, der ist relativ wichtig. Nebenevent wurde hinzugefügt.
Das wurde auf der Karte schon so ein bisschen angezeigt. Bonk. Ist hier drin? No. Du hast das Training Bewegung 1 bestanden. Aha. Ist es hier drin? Es muss hier irgendwo sein. Was zum einen Roboter? The Trunks. Hm? Was macht ihr denn da? Oder hier? Hey, er hat den Dragon Ball. Der Dragon Ball gehört uns. Kannst du Pilas ultimative Maschine besiegen? Nächstes Mal kommen wir zuerst, okay? Also dann, hä? Du willst nicht kämpfen? Bist du sicher? Uns fehlen nur noch 2. Da, ja, ist schon okay. Wir brauchen ihn nicht unbedingt. Und ich will ihn mal nicht wegnehmen. Danke, Trunks. Tja, gut. Nächstes Mal müsst ihr besser suchen. Wir sind weg. Bis dann. Okay, suchen wir weiter nach neuen Teammitgliedern? Abgeschlossen. Wie? Ja, okay. So, wir kriegen hier unten wieder. Ne, war nicht unbedingt viel im Verhältnis zu den Kämpfen, die wir vorher hatten. Ich fand es aber so ein bisschen schade, dass dieser Kampf, den wir gerade absolviert hatten, so überhaupt. Achso, jetzt ist auch eine der Ausrufezeichen weg. Das heißt also, der war dann tatsächlich mit diesem Dragon Ball zusammenhängt und nicht einfach nur ungefähr an der gleichen Stelle. Okay, dann, Stufe 8, Stufe 6. Vielleicht noch nicht sofort auf den nächsten Kampf mich stürzen. Sondern ich will jetzt lieber gucken, unser nächstes Mitglied zu bekommen. Ja, darauf reagieren Leute. Macht ihr nur so. Bitte kein Blödmann. Sital. Seid ihr nur zu dritt? What? Ich kann sagen, 3 Leute oder 100. Ich sag 100, weil es einfach eine dumme Aussage ist. 100? Von euch? Also, wenn das so ist, vergesst es, seid alleine. Okay. Aha. Die Usopp-Aussage funktioniert also hier nicht. Nur zu dritt. Heute kommt schon, das ist unsere Chance. Oh, wenn wir gewinnen, indem wir euch aus dem Ring werfen, nennen wir neue Special Moves. Goddammit, wie sieht ihr denn aus? Je mehr Schaden wir euch zufügen, desto größer unsere Chance auf einen neuen Move. Gegen euch 3 können wir gar nicht verlieren. Ach nein, glaubt ihr, es wird so einfach? Die Typen sind kein Problem, richtig? Das wird ein leichtes Training. Ha, wenn du glaubst, du schaffst es nur zu. Zital probiert einen Spezialmove und du bist sein Versuchskaninchen. Zeig ihm, was Sache ist. Oh, ich könnte jetzt, also wenn ich wollte, vorher noch was anderes machen. Könnte ich vorher rausfinden, wie stark die sind? Oder, genau, speichern? Scheinbar nicht. Achso, ich muss an einen sicheren Ort zurückkehren, ja, richtig. Los geht's, holen wir uns den Spezialmove. Ja, die Idee mit dem Spezialmove, da hatte ich ja gerade eben so animiert. Ey, ist so schade, dass wir gerade mit dem nichts bekommen haben, aber danke, dass sie nochmal hervorgehoben haben. Ja, man muss hier Leute rauskatapultieren. Oh oh. Ja, das Problem ist definitiv, es sind mehrere. Hey, hast du überhaupt auf den Typ deines Gegners geachtet? Wenn du dein Typ. Wenn dein Typ stärker ist als der deines Gegners, verursachst du mehr Schaden. Wenn dein Typ allerdings schwächer ist als der deines Gegners, wirst du viel einstecken müssen. Die Typen von Verbündeten werden auf dem Touchscreen angezeigt. Die Informationen zur Zugehörigkeit oben rechts auf dem Touchscreen ist ebenfalls hilfreich. Ja, einfach mal die sind alle so richtig verdammt schwach. Zwei von denen kommen über 1000. Einer mit 1400. Okay, auch hier nochmal wichtig, uns wurde zwar gesagt, hey, nicht mit der Energie um sich werfen und jetzt haben wir es aber wieder für den nächsten Kampf verloren. Das heißt also, es ist nicht
kampfübergreifend wie Mana oder ähnliches in anderen Spielen. Okay, so, wir sollten Hau drauf, das heißt, wir wollen uns auf ihn konzentrieren. Weil da würden wir mehr Schaden machen. Denn der, wir sind rot, er ist gelb. Und ich bleib mal ganz kurz bei der Beschreibung so simpel. So. Hätte ich den vielleicht eher in die Richtung... Oh, beide kämpfen mit gleich. Ach, wie viel Schaden die nehmen. Ho, ho, ho. Wow. Ja, die sind überraschend schwach. So. Trunks ist gelb, das heißt, er ist stark gegen Blau. Der wäre blau. Dann machen wir das so. Ich denke, auch hier wieder versuche ich ihn aus dem Ring zu hauen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das jetzt hier schon genug wieder ist. Obwohl, der Schaden ist relativ ordentlich. Yep, auch Erstblatt. K.O. Jetzt sollte ich wirklich nach dem zufälligen Kampf jetzt hier einen zu haben, der Story-Kampf mehr oder weniger doch ist. Und die machen uns kaum Probleme. So. Und zu guter Letzt natürlich. Goten ist blau. Das heißt, er ist stark gegen Rot. Und... ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, den zu besiegen, bzw. mit einem Knockout. Das heißt, ich werde lieber versuchen, ihn nach oben oder nach unten zu prügeln zu mir. Er hat gerade so... Doch, er hat trotzdem noch ein K.O. bekommen. Okay, okay. So, meine Frage ist, ob man sich hier irgendwie... No, er hat nicht versucht, in Richtung K.O.-Bereich mich zu hauen. Ha. Man muss hervorheben, die haben einiges an Schaden scheinbar gemacht. Oh oh. Wow. Das finde ich jetzt alles weniger lustig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, wichtig ist, denke ich, auch hier so ein bisschen zu gucken, dass die halbwegs in der Nähe... Oh, die sind sogar schneller als wir. Oh oh. Versuch eigentlich schon, es dann so zu machen, dass die mich nicht irgendwie rausschleudern. Funktioniert also noch nicht so ganz. So, auf jeden Fall ganz kurz hervorzuheben. Goten hat einiges an Schaden genommen. Wo ich mich frage, ob das damit zusammenhängt, weil ich mich nicht geheilt habe vom letzten Kampf? Fragezeichen. Sicher bin ich mir nicht. So, ich versuche den jetzt aus dem Ring zu hauen. Gerade wenn wir jetzt hier eh schon wieder zu zweit angreifen können. Yes. So, und jetzt ist noch einer, der hat noch volle HP mit 600. Wenn ich jetzt frage... Oh! Dann hätte ich ihn doch lieber nach oben geprügelt. Oh, der Goten fokussiert. Also da muss ich ganz ehrlich zugeben, da ist noch keine Logik mehr, wirklich offensichtlich. Auch wichtig nochmal hier hervorzuheben, man hat hier diesen Balken, das heißt also, wir sehen, wer theoretisch mitmachen kann. Und dadurch, dass ich glaube, hier wirklich beide sind, kann mir keiner direkt helfen. Wie wär's, wenn wir jetzt hier was Stärkeres einsetzen? Und versuchen ihn so mit aus dem Ring zu befördern. Das war einiges an Schaden. Holy moly. Also da sieht man schon so ein bisschen den Unterschied. Die sind alle Level 3, 4 gewesen. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Jetzt haben wir alle 5 rauskatapultiert, ob wir auch wirklich 5 Sachen bekommen. Oder eine Garantie haben, 5 Sachen zu bekommen. So, hier schnell zu zeigen. Gerade so. Aber dadurch, dass sie auch nicht die stärksten Gegner waren, war das zu erwarten. So, du kannst neue Spezialmoves lernen. Wähle Moves aus. Doppel Sonntag, nice. So, du kannst den Galaxstrahl bereits. Buster Sprint. Steinschere Papier Sprint. Sprint?
Das ist ein Nahkampf. Das ist für ihn vermutlich gar nicht falsch. Oh, das Kamehameha kann der lernen. Wow, wir haben sogar einiges bekommen. Holy moly. Okay, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. So, dann würde ich natürlich ganz klar sagen... Was willst du mit diesem Move tun? Lernen. Achso, das hast du schon. Natürlich Schwachsinn dann. Okay, speichern. Man kann jetzt hier wirklich alle abarbeiten. Speichern. Kann keiner lernen. Speichern. Nur selbst Ki-Kugel-Boost. Kann eh keiner lernen. Okay. Garlic-Strahl kann der Kollege schon. Wenn ich mich frage, ob mit dem oberen, für euch jetzt so gesehen, linken Screen mir hier schon erzählt wird, ob die das schon können oder nicht. Buster Sprint? Also ich mach's noch einmal. Das sind genau die beiden Sachen, die er leider genau kann. Ups. Okay, speichern. Kamehameha kann er ebenfalls speichern. Yep. Oh, die Wolfzahnfaust. Speichern. Köder, ein Gegner im Nahkampf ziehen. Nicht falsch, leider kann es kein Schwein lernen. Energieladung, nur selbst Ki-Kugel-Booster. Okay, also man bekommt das Zeug einfach hinterhergeworfen, als gäbe es keinen Morgen. Energieklinge, das ist doch genau die eine Sache, die wir können, richtig? Yes, Energieklinge und Energiestrahl. Weiß nicht, ob es hier irgendwie eine Taste gibt, um das schneller zu machen. Uns ist ebenfalls wichtig, das sehe ich jetzt auch erst gerade. Die haben also scheinbar mit den Buchstaben davor vermutlich mal einen Grad, wie gut die sein können. Und es gab definitiv welche, die zum Beispiel B-Rang waren und andere C. Nandato. So, kein Spezial-Move. Wow, und der ist am Boden. Er wird unserem Team sicher bald beitreten. What? Das ist ein richtig gutes Training, oder? Ich will ihn aber nicht haben. Unglaublicher Spezial-Move verfolge ich abgeschlossen. So, oh, voilà. Goten ist kurz davor, einen Level-Up zu bekommen. Kriege ich das auch hin? Ich glaube ja. Und yay. Mein Glückwunsch. Soll mal ganz kurz darüber gehen. Whoops. Yep. Okay, so ich würde sagen, ich gehe einmal ganz kurz speichern. Und wir hatten jetzt hier doch so ein bisschen schon die Macht.